Ja moin. Ja moin, Leute. Da staunt er nicht schlechter. Das dritte Video am dritten Tag. Was ist denn da mit dem Mario los? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Aber hey, wir wollen uns ja nicht beschweren, oder? Wir wollen uns einfach so weitergehen lassen. Deswegen, wir gehen auf den Schwarzmarkt und öffnen mal random unser Tagesdoppel. Habe ich gerade Bock drauf. Ich habe gerade 55 Kryptos am Start. Warum denn nicht, ne? Wir können ja mal gucken hier. Aber ich erwarte eigentlich gar nichts aus diesen Kisten. Denn, naja, zum einen, wir kennen das Tagesdoppel. Und zum anderen, ich habe ja frisch die Stan gezogen. Wer war dabei im Stream mit dabei, als ich die Stan gezogen habe? Wer war mit dabei? Könnt ihr einfach mal reinschreiben. So, wie ihr seht, einfach gar nichts drin. Ja, moin. So ist perfekter Start, ein Video zu starten. Heute habe ich ein bisschen was, worüber wir reden können. Ich habe heute, wie ihr im Titel schon sehen könnt, eine sehr, sehr coole Neuigkeit. Ich glaube, das könnte den einen oder anderen von euch auch freuen. Aber ich habe noch coolere Sachen. Also, ich habe echt einiges geplant für die Zukunft. Aber ohne Scheiß, die M16 auf dem Metro geht einfach total ab. Leute. Wenn ihr das einmal nicht habt, dann müsst ihr euch eure Spardose nehmen. Ne? Die Spardose einfach nehmen. Einmal ganz wichtig durchschütteln, weil da ja so viel Geld drin ist. Jetzt bin ich immer nicht da drin. So, und dann packe ich mir das mal auf die Maus. Und scheiß auf die Maus packe ich die Spardose rauf. Das hört sich lustig an. Also auf das Kabel natürlich. Sodass ich einfach mehr Kontrolle habe. Also sonst reißt das Kabel so an der Tischkante. Da kann ich nur jedem empfehlen, für besseres Aim, für stabileres Aim, dafür zu sorgen, dass das Mauskabel nicht an der Tischkante reibt, weil dann habt ihr viel bessere Kontrolle. Glaubt mir, probiert das aus, falls ihr das eh nicht schon tut oder zukommt. Ich muss mich verhalten. Jedenfalls, worüber ich heute überhaupt sprechen wollte. FFA-Challenge. Schreifalle ist ja wieder ein und andere von euch. Ich weiß, mein Lieblingsmodus, ja. Ich habe früher immer diese Videos gemacht, wo ihr mit Klassen stellt und ich muss damit einfach für alle gewinnen. Vermisse ich so ein bisschen. Ich habe echt Bock, das wieder wegzubringen. Und da ich jetzt eh so viele Videos mache, bietet sich das tierisch an, das zu machen. Das heißt, jetzt seid ihr gefragt, genau du bist gefragt. Und zwar will ich anfangen mit Black Ops 2. Also ich denke, wir werden das immer abwechselnd machen. In der einen Woche spiele ich Black Ops 2. Und dann seid ihr dran und schreibt in die Kommentare eine Klasse für Black Ops 3. Und dann wähle ich mir eine aus und spiele die nächste Woche in BO3. Und dann kommt das BO3 Video und in dem Video schreibt ihr in die Kommentare eine Klasse über BO2 Klassen. So, immer so weiter. Ja, guck mal, wenn man sich einmal konzentriert, dann kriegt man auch mal einen Doppel-Headshot hin. Aber den dritten, na, der ist dann zu viel verlangt, leider. So, also dementsprechend könnt ihr anfangen mit Black Ops 2 Klassen. Ich möchte, dass ihr mir eine coole Black Ops 2 Klasse macht, wo ihr denkt, dass ich das vielleicht nicht schaffe, einen Freifall immer mit zu gewinnen. Ja, komm, wir haben YouTube-Abstimmung. Soll ich diese Videos sozusagen live erspielen, die frei für alle Challenge Videos, oder soll ich die Videos im Nachhinein sozusagen das Gameplay springen und dann quasi ein Commentary aushauen? Ihr habt die Entscheidung, oben rechts bitte abstimmen, das wäre sehr nice, dankeschön. Natürlich kann die Klasse gut und schlecht sein, wie ihr wollt. Ich möchte nur eine Primärwaffe drin haben, mit der ich wirklich schießen kann. Das ist meine einzige Bedingung, den Rest könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, bin ich sehr gespannt. Die Klasse mit den meisten Likes gewinnt, ich denke, das ist am fairsten. Ihr schreibt unter dem aktuellen Video eine Klasse fürs nächste Video. Wenn es BO3 ist das nächste Video BO2. Wenn es BO2 ist das nächste Video BO3. Und die Klasse mit den meisten Likes gewinnt und wird dann in der nächsten Woche immer dienstags hochgeladen. Nicht zu vergessen, die Abstimmung, ob ich das live erspielen soll oder als Commentary. Aber ich finde vielleicht das live sogar noch ein bisschen besser, weil das dann noch eine Challenge ist. Noch eine etwas größere Challenge, weil ich meine, ihr seht ja jetzt gerade, wie ich habe hart abkacke und ich glaube, dass das noch einen gewissen Reiz in die Serie bringt. Aber ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Also ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr Bock drauf habt. Ich hab tierisch Bock. Und Mann, ich hätte das schön. Ach Mann, wo ist mein Aim heute? Also, naja, das ist meine ersten Runden heute. Es sei mir zu verzeihen bei dem Team, ne? Also ich habe ganz entspannt 22 Kills gemacht. Da unter dem, die haben gar nichts, mein Team hat nichts gerissen bekommen. Von daher, ich glaube, ich habe uns wenigstens ein bisschen versucht zu retten. Wir suchen uns aber noch kurz das Sniper-Only-Lobby. Der Modus ist ja gerade noch drin, für ein, zwei Tage, glaube ich, nur noch. Und deswegen genießen wir das Ganze nochmal. Und dann kann ich euch nochmal ein bisschen Gameplay liefern, was vielleicht ein bisschen schöner ist. So. Yeah, guck mal, Infection. Das ist doch die ideale Sniper-Map. Jetzt lege ich hier mal richtig los. Okay, komm, wir legen jetzt mal richtig los. So, wir haben alles besprochen, ne? Die Zusammenfassung habt ihr nochmal bekommen. Ich denke, ihr habt Bock drauf. Ich hoffe es nämlich, weil ich habe ultra Bock auf die Sache. Aber jetzt konzentrieren wir uns einfach mal ein paar Gegner zu bashen. Ich meine, hätte ich alle vier geholt, wäre das ein bisschen cooler gewesen. Na gut, okay, da sind einfach zu viele. Da sind denn einfach zu viele Menschen hier am Start. Aber guck mal, ich bin gelevelt. Guck mal, Level 331. Was will man da mehr, Mann? Wo hinter mir? Ja, moin. Der wollte sich richtig anschleichen. Richtig der Bitch-Move.
Alter, diese Waffen sollten in diesem Modus verboten sein. Mal ganz ehrlich, das Sniper-Univo, das ist hammerhart geil. Ich finde, den sollten sich für immer drin lassen, weil der so viel Spaß macht. Aber was zum Teufel hat ein Drakon da drin zu suchen? Da kann ich nicht viel mit anfangen, Leute. Oh, Junge. Mal ganz im Ernst. Ist der stolz auf sein Leben? Ich glaube nicht. Der muss in seinen Schranken gewiesen werden, Leute. Der muss in seine... Mann! Oh, Junge. Ich bin getriggert. Ich gehe da wieder hin. Leute, kennt ihr das? Absolut verdient. Absolut verdient. Ich glaube, wir schleichen uns einfach mal unsichtbar jetzt hier ran. Ja, ich bin super sneaky gerade drauf. Ist ja gut. Ja, moin. Beste Spezialeffekt, Alter. Ah, Gegner, wo seid ihr? Ich hab doch schon Thermalvisier. Ja, moin. Mein Aim hatte auch schon bessere Zeiten. Als ob ich jetzt einen Hitmarker gegeben habe. No way, man. So, jetzt aber Quadfeed mit Ankündigung. Ja, hier sind keine Gegner, aber naja, okay. Ja, guck mal. Okay, wir wissen... Oh. Ja, moin. Guck mal. Wieder mich Hitzewelt. Komm, ich bin jetzt unsichtbar. Der sieht mich nicht. Okay, jetzt sieht er mich. Verdammt. Wie sieht das bei ihm aus? Na, er hört das Geräusch. Ja, lol, was ist das denn? Also Aktivtarnung, das ist ja richtig behindert. Da hat er sich wohl gedacht. Damn, ich bin einfach zu gut. Okay, da spielt einer P06 von den Gegnern. Ich erlaube meinen Teammates alles zu spielen. Na komm. Na komm. Verdammt eigentlich. Oh, P06 wieder. Dieser Typ, C9 Jump Packs, Alter. Wenn man in einem Sniper-Only-Mode Drakon und P06 spielt. Also das ist schon... Das zeigt schon, was für ein Mensch er ist. Also ein richtig guter. Da ist er wieder. Oh mein Gott! Dieser Modus ist dazu da, irgendwie, dass die Community mal einen richtig schönen Modus hat, wo man einfach nur ganz clean snipen kann. Und dann missbrauchen ihn Leute um ihre schändlichen Schandtaten, ja. Das geht ja gar nicht, Leute, das geht ja gar nicht. Dennoch ist der Modus einfach nur geil. Und ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Zeit mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Live-Commentary. Ich muss sagen, im Stream ist es einfacher, als ein Video aufzunehmen und live zu zocken. Das ist irgendwie was anderes, aber... Gebt mir da ein paar Wochen und ich komme da wieder rein. Ja, falls ihr Bock auf die FFA-Challenge, schreibt mir eure Kommentare, schreibt mir eure Klassen. Ja, alles klar. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Mach's gut, bis dahin, euer Mario. Tschüss.